Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Mit diesen Kleinkrambildern recht herzlich willkommen zum Video 200. Hier bei Train Dreams, jeden Freitag 16 Uhr bin ich ja für euch da. Und ich möchte auch gar nicht lange schwafeln. Im Hintergrund zeige ich euch heute Kleinkram. Kleinkram, der mir sehr, 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 sehr wichtig ist und den ich euch natürlich präsentieren möchte. Ich hatte es ja im letzten Video schon ganz kurz angeteasert. Hier heute natürlich jetzt das ganze Zeugs, wie ich es ein bisschen fertig mache. Und dann habe ich natürlich im zweiten Teil auch eine wunderschöne Sache vor, wenn ich zum Beispiel meine Schrottbanzen fülle. Aber das kommt alles gleich noch. Aber jetzt am Anfang erstmal habe ich ja gesagt, ich will die Räder beschneiden. Ja, ich beschneide tatsächlich Räder. Nein, die Spitzen von diesen Radsätzen, die müssen ab. Das passt ja so gar nicht. Das ist was für die Modellbahn, ist klar. Aber das kannst du nicht gebrauchen, wenn es um realistische Darstellung geht. Da hast du so eine Spitzen ja an der Seite gar nicht dran. Oder wenn da irgendwelche Lager sein sollten. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es mal in echt gesehen, sogar mehrfach. Denn mein Vater hat früher bei der Bahn gearbeitet und dort im Forschungszentrum. Und in diesem Forschungszentrum war ich als junger Bub. Man mag es sich kaum vorstellen können. Ja, ich war auch mal jung. Flacher Witz, ist egal. Und da habe ich natürlich dort in meinen Ferien immer gearbeitet und habe da mir ein bisschen Geld dazu verdient. Und da hatte ich natürlich auch das Privileg, ab und zu mal da mitbauen zu dürfen. Da habe ich mal so eine Radsätze, so eine Lager von Rädern, die da getestet werden sollten in so einem Reisezugwaggon. Die musste ich mal abholen, da wurde ich da extra wo hingeschickt. Keine Ahnung, das war mit dem Zug, musste ich irgendwo hinfahren. Abenteuerlich hoch drei. Und da hatte ich natürlich damals sogar die Gelegenheit. Ich weiß, ich schwafle was anderes, als wir gerade im Hintergrund sehen. Da könnt ihr natürlich hinschauen und vielleicht hört ihr mir gerne zu, ich weiß es nicht. Aber egal, und da hatte ich die Gelegenheit, sogar als 14-Jähriger, glaube ich mal, eine E-Lok zu fahren. Das können natürlich auch nicht unbedingt die meisten von sich behaupten. Das war eine Testlok damals, die nannte sich die Weiße Lady, haben wir die damals zumindest genannt. Und auf dieser Weißen Lady durfte ich tatsächlich mal ein paar Kilometer fahren. Das war mir so ein Zufall, das war gar nicht mal geplant. Da hatte ich mich reingesetzt, weil die war gerade in dem Testzentrum da drin. Bin ich mich reingesetzt und plötzlich stand jemand hinter mir, der sagte, du, wir müssen jetzt hier, weiß ich nicht mehr den genauen Wortlaut, Probefahrt machen. Und das war natürlich gigantisch. Da hast du so einen Gashebel gehabt in der Hand. Das war wie beim, wie beim Flugzeug, stelle ich mir das so vor, ja, so den du nach vorne schiebst. Und da waren keine Wagen hinten dran, nichts. Und das war natürlich ein irrsinniges Gefühl, wenn da die Tausenden, ich weiß gar nicht, wie viel PS das waren, ist auch völlig egal. Tausende! Ach, was sage ich? Egal. Ein super Gefühl, ja. Das war natürlich mein Erlebnis in meinem Leben. Und da wollte ich immer schon Lokführer werden in meinem Leben. Und ist leider nichts draus geworden. Ich bin nur völlig in eine ganz andere Branche rein. Gestolpert, ist aber völlig egal. Aber ich erzähle, wie gesagt, was ganz anderes, als ich euch zeige. Aber jetzt schwenke ich mal im Hintergrund wieder rauf. Ich habe euch ja eben gezeigt, dass ich die ganzen chinesischen Autos, die ich gekauft habe, da habe ich so eine 100er Tüte, weiß ich nicht, für 20 Euro. Ich habe keine Ahnung. Ist auch völlig egal. Da kriegst du in Deutschland gerade mal ein Auto, natürlich in einer wesentlich höheren Qualität, ist aber auch egal. Weil ich ja die Karossen abgerissen habe. Und wenn ich die Karossen abgerissen habe, da oben rechts sehen wir gerade noch, oder haben gerade gesehen, so ein Fahrwerk. Und da habe ich dann ganz einfach mit einem scharfen Messer mir die Räder abgeschnitten. Hätte ich drucken können, wie auch immer, aber hier sind so kleine Aufkleber drauf, wo die Felgen dargestellt werden. Und da mache ich mal die Arbeit nicht und druck da irgendwas selber oder mit dem, ach, was weiß ich. Nö, das wäre völliger Blödsinn. Und das Ganze habe ich natürlich gemacht, um jetzt diesen Schrottbansen zu befüllen. Unter anderem auch Räder, denn wenn da auf dem Schrottplatz später mal Autos, verschrottete Autos stehen sollen, die da zerwumst werden, dann möchte ich natürlich auch dann die Räder, die müssen ja irgendwo liegen, ja, und deswegen habe ich das so gemacht. Dann habe ich auch so kleine Rohre da abgeschnitten, ob das jetzt Auspuffteile sein sollte, völlig egal, bei 1 zu 160 ist das völlig, völlig egal. Hauptsache irgendwelches verrostete Zeug liegt darum. Man sieht sowieso gar nicht, weil die Sicht, die man hat, die ist von der anderen Seite, als ich gerade hier drauf gucke, nämlich von der, ja, von hier aus gesehen oben, so gucke ich später auf die Bahn drauf. Aber wenn man von der Seite guckt, kann man da doch reingucken. Deswegen gebe ich mir da genauso viel Mühe, ich habe es glaube ich im letzten Video auch schon gesagt, als wenn ich es direkt sehen würde. Oder als wenn es vorne am Anlagenrand ist. Ja, es ist ja hinten, relativ weit hinten und dann auch noch von der falschen Seite. Aber ich will ja auch mal Videos machen. Oder ich mache ja auch Videos und dann möchte ich natürlich, dass es vernünftig aussieht. Und somit habe ich jetzt natürlich das Ganze erstmal unten befüllt mit Styrodur, da mit Farbe drauf. Jetzt hier noch Füllmaterial reingemacht, sodass das eben erstmal gefüllt ist. Ich mache ja nicht den ganzen Bansen da mit irgendwelchen Sachen voll. Ja, da hätte ich ja wahrscheinlich dann doch alle 200 Autos zerschneiden müssen, die ich da hatte. So viel habe ich nämlich und glaube noch mehr
Ich glaube, ich habe so um die 300-400 Autos stehen oder sowas. Aber ist auch völlig egal. Viele davon sind mit Licht und die sehen alle ähnlich aus. Ist auch völlig egal, weil die werden sowieso alle bemalt und gemacht. Also völlig passt schon irgendwo. Und jetzt zeige ich euch mal was. Ja, auf dieses Füllmaterial kann ich tatsächlich nicht Farbe direkt auftragen. Das rollt sofort runter. Also alte Lösung muss her. Alkohol draufspritzen. Geht sofort, überhaupt kein Problem. Greift auch die bestehende Farbe auf den Betonplatten nicht an, da unten. Und dann habe ich noch ein bisschen mehr drauf gemacht und dann hat das schon irgendwo gepasst. Und der, wie gesagt, der Alkohol, der zieht da wunderbar in so trockene Materialien ein. Und ihr seht schon, jetzt funktioniert das auch. Und jetzt kann ich natürlich darunter. Ich wollte es nicht nur aus Styrodur machen, deswegen vielleicht mal ganz kurz die Geschichte mit dem Füllmaterial. Das soll keine glatte Fläche sein. Ja, das soll ja, da kommt ja Schrott oben drauf. Und das ist ja wirklich bloß das Zeug, was unter dem Schrott drunter sein soll, was man ja nur so durchschimmern sieht. Und da, wie gesagt, wäre ja Quatsch. Also kommen jetzt die ganzen Räder hier in den breitesten Bansen, hatte ich mir überlegt. Ich habe ja ein paar Rädchen gemacht. Ich habe nachher noch mehr geschnitzt, ungefähr das Doppelte. Die sind nachher auch noch drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich es zeige. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ist ja egal. Wir werden es ja gleich sehen. Und dann wird es mit Wasser-Weißleim schön verklebt alles. Das war mehrere Schichten Wasser-Weißleim, die ich drauf machen musste, weil das immer nach unten hinweggesackt ist, der Kleber. Der auf meinem grauen Bastelunterlage, da war nachher alles voller Kleber. Dann habe ich es ein bisschen angerostet mit Rostfarbe. Und hier haben wir jetzt diese Alu-Späne, die ich ja gefeilt habe, was ich euch neulich erzählt habe, wo ich hier von meinem Treppenrenovierung da die Kanten schön an der Seite angepasst habe. Und da hatte ich diese Späne übrig. Und das macht sich gut. Ich weiß nicht, was das sein soll jetzt in unserem Maßstab, aber ist halt eine Metallspan-Lagerstätte. Ist doch völlig egal. Ja, jetzt mache ich noch ein paar mehr Rädchen oben drauf. Da kommen nachher noch ein paar mehr Rädchen oben drauf. Und dann meine ganzen Stangen, die ich gemacht habe, die hatte ich ja mittlerweile auch, habe ich vorhin gezeigt, noch mit Rostfarbe bemalt. Die werden da jetzt lieblos einfach reingeschmissen, völlig egal. Nur so ein bisschen, dass es natürlich aussieht, dass das nicht irgendwie so ein neben der anderen liegt. Das ist halt nicht so. Wer schon mal auf dem Schrottplatz war, so zumindest den ich kenne, da liegt ein Riesenhaufen Schrott in der Ecke. Das kommt hier übrigens auch noch hin. Das sind ja wirklich erstmal nur die Bansen, die ich hier baue. Und und habe das halt mir so ein bisschen sortiert. Habe hier eben, wie gesagt, rechts da die Rohre. Ob das, wie gesagt, Auspuffrohre sein sollen, irgendwelche von den Autos oder irgendwas, ist auch völlig egal. Erstens, wie gesagt, sieht man es nicht. Und zweitens, oder kaum, man sieht es schon, sieht man es kaum. Und zum Zweiten ist das jeden Betrachter. Ich habe es wieder mal festgestellt. Wir haben wieder mal zwei, drei Leute neulich hier geguckt nach meiner Anlage. Und wenn man sich die Leutchen dann mal so betrachtet, ihr werdet das vielleicht auch kennen oder auch schon gesehen oder erlebt haben, Betrachter, die nicht aus der Modellbahnbranche sind oder die gar nicht so aus dem Dioramenbereich kommen, die gucken dann nur so ganz oberflächlich drüber. Ja, denen ist das völlig egal. Die gucken sich die Züge an, die vorbeifahren, das war's. Der Rest ist wirklich für einen selber, wenn man sowas macht, wenn man sich die Mühe gibt, wenn man da, wie ich jetzt gleich, die Metallteile da reinkleben wird und so weiter und so fort, das interessiert nur einen selber oder vielleicht wirklich Interessierte, die damit zu tun haben. Ich habe den Wasser-Weißleim, ihr habt es vielleicht gerade gesehen, der ist so braun, habe ich die braune Farbe beigemischt, die Rostfarbe. Wenn das jetzt so hellbraun aussieht, dann ist das wirklich nur, weil der Weißleim mit drin ist. Der trocknet klar aus. Das heißt, was da jetzt im Untergrund da so ein bisschen hellbraun ist, das wird nachher alles schön dunkel und verrostet und matt sein. Ja, das glänzt ja jetzt so ein bisschen. Jetzt habe ich hier die vielen Teile, die ich neulich so ein bisschen fertig gemacht habe, habe ich jetzt hier, wie gesagt, einfach da lose reingemacht. Links, das sind Schwellen. Die habe ich aus meinen Gleisen, aus meinen Fleischmeingleisen rausgeschnitten, habe sie schön bemalt. Die kamen da links rein. Das ist zwar kein Schrott, das ist in dem Fall Holz, aber auch das muss vielleicht irgendwo gelagert werden, wenn man es übrig hat, weil es kommt auch ein Stückchen Schiene noch rein. Da drüben liegen ja so ein paar Gleise, längere kommen wir weiter vorne hin. Ich habe so viele Teile schon vorbereitet, die jetzt alle noch in den nächsten Tagen da reingebastelt werden müssen. Und dann entsprechend alles irgendwo schön hingelegt werden. Also da kommen noch wirklich einige Sachen auf uns zu. Das geht ja bis zur Begrünung nachher noch weiter und so fort. Und da gibt's einiges noch, was gemacht werden soll. Jetzt sehen wir zwei Laternen, die ich gebaut habe. Den Bau dieser Laternen, so wie sie jetzt dastehen, das zeige ich euch mit großer Wahrscheinlichkeit, also ich zeige es euch mit Sicherheit, mit großer Wahrscheinlichkeit auf meinem Zweitkanal auf Model Creation. Da zeige ich euch den kompletten Bau der Laternen, weil da habe ich auch die Gittermasten gedruckt in 3D-Druck. Da habe ich da so einiges gemacht, die Betonsockel unten drunter und so weiter. Das zeige ich euch dort. Auch dazu habe ich dieses Mal aus Zeitgründen hier keinen Abriss reingemacht. Das hatte ich ja bei meinen Laternchen für meinen Steinbruch, habe ich euch das ja direkt gezeigt. Zeigt ihr so eine Light-Version, aber diesmal zeige ich euch das wahrscheinlich nur auf Model Creation oder es kann sein, dass ich es in der nächsten Woche mit einflechten werde auf diesem Kanal, weil ich jetzt
ein bisschen in Zeitnot gerade bin und ich möchte ja auch da ein bisschen was zeigen. Da kann passieren, dass ich euch immer noch die Laterne in der nächsten Woche mitzeige als Light-Version und trotzdem das andere Video, das Hauptvideo zu den Laternen auf dem Model Creation zeige. Ihr werdet sehen. Also wer noch nicht bei Model Creation ist, schaut mal rein, da bringe ich immer so die kleinen Videos rein. Nicht so regelmäßig wie hier, aber ich bringe da die Videos mit, wie ich so bestimmte Sachen bastle, wie ich da so bestimmte Sachen mache. Und da wird in nächster Zeit sowieso einiges passieren, noch auf dem Zweitkanal. Das kann ich schon sagen. Da wird also sehr, sehr viel gebastelt werden. Und ja, guckt gerne rein. Tut's euch an. Ja, wie gesagt, die Laternen, die habe ich jetzt hier reingebohrt. In der nächsten Woche zeige ich euch noch nur ein bisschen die Elektrik unten drunter, was ich da alles gemacht habe. Da habe ich ja neulich schon mit dem Stecker das gezeigt. Darauf gehe ich ein bisschen ein und dann geht es natürlich weiter. Ich habe schon viele Sachen vorbereitet. Das dauert bloß immer so lange. Ich bringe euch ja Wochenupdates und in den Wochenupdates dauert es, dass ihr das so trocknet. Zum Beispiel auch die Laternen, wenn ich die jetzt hier so reinklebe. Ja, dann musst du das hinstellen, dann richtest du das aus, dann packe ich es auf die Modellbahn, dann gucke ich, dass die senkrecht stehen. Ja, dann brauchen die einen Tag, ehe sie vernünftig angetrocknet sind. Ja, das mache ich in dem Fall selten mit UV-Kleber. Das passt da unten nicht so richtig. Und diese Betonsockel, das ist aus Styrodur. Das soll alles so ein bisschen flexibel sein, weil ich ja den Felsen dahinter noch reinbrache und sowas alles. Da zeige ich euch gleich noch 2-3 Bilder im Anschluss jetzt mit, die, wo ihr das seht, wie das tatsächlich an der richtigen Stelle steht, wo das hinkommt. Natürlich immer noch in dem gleichen Bauzustand, wie es hier ist. Ich habe ja noch viele Sachen reinzubauen, aber da sieht man unter anderem auch diesen Felsen im Hintergrund. Das könnte ich mir auch noch sehr interessant für den einen oder anderen vorstellen. Das ist eben recht nett noch also als Abschlussbilder. Das, wie gesagt, zeige ich euch gleich noch mit dem Anschluss. Und ja, die beiden Laternen habe ich halt so angeordnet, dass die eben als Flutlaternen da sein sollen und dann entsprechend das Licht dann so ausfluten sollen. Ausfluten, sagt man das? Egal. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche, Freitag 16 Uhr, bin ich wieder für euch da. Dann sage ich mit den letzten Bildern, macht's schön gut. Tschüss, euer Uli.